wenn man jetzt, jetzt wäre cool, wenn man so einen Flachgrubber hätte. Die Frage ist ja nur, Alter, welche Geräte willst du denn noch alle haben? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute haben wir nach meiner Arbeit mal wieder hier weitergemacht. Ne? Also wir haben ja nicht heute weitergemacht. Gestern war Regenpause. Vorgestern haben wir ja ziemlich von da ist so ein Knick von da an bis irgendwo da und heute von da bis da. Ne? Der Bagger hat so ein bisschen Spritprobleme und leider habe ich habe ich das rausgesucht für meinen Nachbarn und dann beim örtlichen Landmaschinenhändler bestellt über den bekannten Ersatzteilshop, der das auch grün angezeigt hat, aber grün anzeigen heißt nicht, dass das kommt. Ja. Aber der schnauft ganz schön, wenn er dann so zugange ist, dann geht er. Also ist nicht so, dass er so ausgewählt, aber man merkt richtig, wie er von der Leistung geht. Und deswegen, da fehlt definitiv Diesel. Und ja, ich hatte einmal beim Vorfilter Wasser abgelassen, aber das hat es jetzt auch nicht so weggerissen. Ne? Genau, hier sind wir. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier müsste jetzt wieder so ein Sauger kommen. Ne? Hier sind eben alle paar Meter, sind sie hier, unsere Sauger. Hier zum Beispiel ist einer, ne? Der ist dann da zu Ende, da fängt er an und ist jetzt hier unten an den anderen dran gelegt. Ne? Wir sind jetzt auch in einer Region, wo es nicht mehr zusammenfällt. Also von daher passt es schon, aber so ein bisschen fühlt man sich wie hier, wie Parker im Klondike. Ne? Oh man, da ist schon ewig nicht mehr reingeguckt. Ey. Sonst hat man da immer mal hingeguckt, aber irgendwie, ja, es war so. So eine Berieselung, ne? Konnte man gut, aber irgendwie, nö. Ach, egal. Ach, auf jeden Fall, ja, ist das Wetter durchwachsen. Und von daher, schauen wir mal. Morgen fahren wir los. Was heißt wir? Morgen muss ich alleine los. Und dann holen wir die Neuanschaffung ab, ne? Genau, da fahre ich alleine los. Kann man nicht so sehen, da hinten geht die Sonne unter. Und dann gucken wir mal, was es wird, ne? Und da sehen wir uns dann auf jeden Fall wieder. Junge, welch ein Samenpotenzial, ne? Und wir müssen uns nichts vormachen. Es fängt wieder von vorne an. Das ist Katharinas Ausbeute, wenn sie hier japanischen Knöterich zusammensammelt. Ne? So. Aber wir müssen diese Ecke abwarten, bis wir ihn ausgerottet haben. Und dann können wir anfüllen und dann können wir Rasen machen und dann ist gut. Ne? Hast du auch noch was gefunden? Hier findet man überall was. Ne? Ihr beiden. Aber Feierabend, glaube ich, oder? Ja, wir machen jetzt Feierabend. Das sieht aber schick aus. Der muss heute auch noch fertig und verladen werden. Ene, mene, mu und raus bist du. Guck mal, der ist raus, also nehmen wir den. Also laden wir alles von dem auf den. Machen wir doch gerne, ne? Vorher machen wir noch das Licht an. Ja, den Anhänger werden wir brauchen. Guck mal, die Frau, ne? Gestern gemäht, danach gewaschen. Nur halt die Aufkleber irgendwann mal runtergewaschen. Ja, habe ich noch gar nicht geguckt. Es ist auch mal schwer, da ist immer mal die Frage gewesen. Dadurch bedingt, dass da keine Aufkleber mehr drauf sind,
kann ich euch auch immer nicht genau sagen, was das für einer ist. 218 oder sowas. Es gibt den einfachen. Es ist ja ein Husqvarna, der aber in Lizenzbau mit John Zaret zusammengebaut wurde. Und John Zaret, ja, hat 1:1 das Teil gebaut, ne? Einzig und allein die Farbe ist hier rot und bei dem Husqvarna ja orange. Und was noch ist, also es gibt den ganz preiswerten, der hat nur zwei Messer vorne. Und die haben dann so einen Zahnriemen, dass die Messer auch nicht gegeneinander kloppen. Und wenn man sich das überlegt, sollte man den mit drei nehmen. Also so. Die sind dann ja versetzt angeordnet, da hast du keinen Zahnriemen und kein nichts, ne? Aber das Typenschild, irgendwas mit 218. Irgendwas mit 218, ich weiß es nicht. John Zaret 2218 oder irgendwie sowas. Genau, hat auch ein kleines bisschen mehr Leistung als der mit zwei Messern. Super Rasenmäher, funktioniert wie Teufel. Müsst ihr jetzt mal einen Ölwechsel kriegen. Filter habe ich da, Öl haben wir da. Zeit müssen wir uns nur noch irgendwo herholen. Den Klappspind nehmen wir lieber nochmal mit. Rampen hier drauf, gesichert. Spanngurte, Abstützung für den Anhänger. Hund und Frau bleiben leider zu Hause. Ja, somit sollte ich eigentlich soweit alles haben. Luft kontrolliert, gemacht, getan. Hemd in die Hose stecken und los, ne? Es ist irgendwie warm geworden. Pullover war zu doll. Ist das heute gut. Es gibt kein Stau, kein gar nichts. Man kann einfach mal fahren. Herrlich. Absolut herrlich. Es ist ja auch relativ schnell. Irgendwie, was haben wir denn eigentlich? Ausfahrt 41 auf der A7. War jetzt noch A1 gleich A7, zack, da. Beim letzten Mal hatten wir ja so einen mega Stau. Eigentlich von vor Hamburg bis runter zur unserer Abfahrt. Und deswegen bin ich mega happy, dass das heute so schnell geht. Ich habe auch noch mehr auf dem Zettel. Ich will nicht nur irgendwie so ein bisschen was abholen, sondern danach auch noch wieder was arbeiten. Deswegen waren wir auf der Rücktour beim letzten Mal ja ein bisschen über die Lande gefahren und haben uns noch so ein paar andere Sachen angeguckt. Einfach um diesen Stau zu entgehen. Und entweder stehst du halt es war kein Stau, es war ganz leise stockender Verkehr, also es rollte. Man kann nicht sagen, man ist gefahren, man ist gerollt. Und so ist natürlich viel angenehmer, ruckzuck da, ich kann gar nicht sagen, wie lange ich hier brauche. Bisschen über eine Stunde, ich glaube, bisschen über eine Stunde, stimmt nicht, anderthalb Stunden. Eine Tour. Genau, viele hatten das auch im letzten Video, im vorletzten Video hatten das auch gesehen. Oder das erahnt, dass wir bei Hausschild Nutzfahrzeuge sind. Die machen ja, was machen die eigentlich? Ja, Tieflader. Tieflader in jeglichen Größen und Variationen. Tieflader-Anhänger und alles von Müller-Mitteltal. Genau. Aber kann ich euch gleich beruhigen, das ist nicht unser Thema, ne? Derzeit zumindest nicht. Ich habe ja unseren Autoanhänger hinter, da kriegen wir so eine Karre auch nicht drauf. Da können wir uns auf den Kopf stellen, wird nicht klappen. Aber sie hatten was anderes Schönes im Angebot und das holen wir jetzt ab. Oh, könnt ihr gar nicht sehen, ne? Wir kriegen Indoor. Da. Indoor-Verladung. Ein Glück, alles im Regen, ey. Meine Herren. So ein bisschen Dach war da, alles gut. Aber kleiner Teaser, da, ne? Muss reichen. Jetzt erstmal nach Hause.
herzlich willkommen. Zu Hause. Oh. Ich bin noch wieder fast trocken. Hast du geschwitzt? Nee, in Regen zusammengebaut alles. So halbwegs. Ach so, du hattest Regen, ich nicht. Mhm. Ja, war super. Ich weiß auch nicht, ob die Angst hatten, dass ich nicht ganz in ihre Halle reinfahre, dass ich da in der Halle trocken arbeite. Ich weiß. So. Ich hatte so ein Vordach, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir aber alles super verstaut. Und es ist auch 1:1 genauso angekommen, wie ich es da rangebaut hatte. Muss ich ja mal sagen. Wenn gleich die Fragen kommen, oh, wieso hast du denn den Anhänger genommen? Ja, wir haben nur 100 km/h Zulassung. Und das fand ich ja wesentlich charmanter, ne? Dann kannst du da um die LKWs rumfahren, ohne dass du dir Gedanken machen musst. Und deswegen habe ich gesagt, fahre ich mit dem, den haben wir ja. Der kann das ja locker machen. Also nehmen wir Hochlader, ne? Ja. Kramer, ne? Kramer. 5035, ein Zwitter. Ich weiß nicht genau, wie es geht, warum es so ist. Er war mal gelb, irgendeiner meinte, denn er muss grün oder er ist in grün ausgeliefert worden. Ich kann es euch nicht sagen. Es ist mir das größte Rätsel aller Zeiten, weil normalerweise würde ja dann hier anders stehen, aber tut's nicht. Hier und da ist auch schon geflickt worden, ist ja klar, aber es ist ja nun mal gebraucht. Und da kommt das Gelb daneben so ein bisschen durch, ne? Ist mir total Pumpe Banane. Wir werden das alles hier so ein bisschen schick machen und tun. Ist ja bei Gebraucht, ist ja immer so eine Sache. Ist genauso, ich weiß gar nicht. So ein Ding ist von 16 und hat 600 Stunden oder 700, ich weiß nicht genau. Kann ja eigentlich alles gar nicht, aber die haben das irgendwie alle. Also ziehen die alle eine Sicherung oder packen da neue Dinger rein oder die haben einfach so wenig gelaufen. Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal, auf jeden Fall ist er nun da. Wir haben endlich unseren kleinen Rottlauder, ne? Ui, Fliege. Schön in grün, Gott sei Dank. Die Farbe, ich finde sie auch gut. Er hat halt schon ein Leben gelebt, das müssen wir ihn so sehen. Aber er ist ja auch nicht von gestern. Was ist denn bei dir los? Das macht sie heute schon die ganze Zeit. Wir hatten schon Besuch und der Besuch hat mit ihr dreimal gespielt und sie lag schon überall im auf dem Fußboden. Ich weiß auch nicht. Heute ist tot, Totentanz. Ja, Schaufel dabei. Man kann anhand der Schaufel ja sehen, dass da nicht viel passiert ist, wenn man die näher sieht. Kleine Palettengabel dabei, wie sich das gehört. Mehr braucht man eigentlich nicht. So umgedreht, ja. Genau, dann hat der ja hier ein Schnellwechselsystem. Du brauchst nicht mehr absteigen, wenn du den ganzen Kram da machst. Hier ist schon ein bisschen Beule. Ja, sicher, da ist mal ein Stein zwischen, hast nicht gesehen. Aber ansonsten passt das schon alles. Aber so sieht er ja gut aus. Genau. Wir können uns den mal ein bisschen genauer bei Gelegenheit angucken. Wenn ich was verkaufen will, dann muss ich mich eigentlich darum bemühen. Aber wenn ich denn hier reingucke... Ja, das habe ich auch schon gesehen gerade. Von unten auch. Man macht halt ungerne sauber wohl. So, und dann das hier. Das ist so das größte Problem, was wir haben werden. Man muss hier aufmachen. Dann kannst du ihn hier verriegeln. Und dann hast du hier Platz. Dann kannst du ihn da hinten zack reinmachen. Aha. Die Tür wird ja hundertprozentig, wird die ja leiden. Die hat schon hier und da einen leichten Knick. Hier oben ist noch ohne und hier unten hat schon mal einer was gemacht. Ach, deshalb ist sie auch hier rangeschlagen, ne? Ja, sie wäre sonst ein kleines Stück weiter weg. Und da muss man mal gucken, ob man da für den Sommerbetrieb einfach sich selber was bastelt. Aber das werden wir dann sehen, wenn das soweit ist, was wir da vielleicht noch machen oder nicht machen. Auf jeden Fall, es ist ja nun mal so, ne? Von 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 7 Jahre alt, nach 7 Jahren ist sowas natürlich auch nicht mehr neu. Aber neu ist das auch unfassbar teuer und im Verhältnis ist das auch unfassbar teuer im Gegensatz zum Minibagger in der Region. Also so ein Minibagger von der Sachlage her amortisiert sich besser als so ein Radlader, weil der einfach im Einkauf wesentlich günstiger ist. Also wenn man jetzt vergleicht vom Alter her gebraucht zu also Minibagger zum Radlader, dann ist das eine andere Nummer, ne? Da ist nicht viel Platz für den Hund. Doch, der kann hier in der Mitte. Vielleicht. Na, da bin ich mal gespannt, wo die denn einsteigt und wie sie da sitzen will. Sie sitzt bestimmt auf dem Fahrersitz. Das ist ja auch... Was ist da, ein Feuerlöscher dran gewesen? Nee, da war, glaube ich, Erste-Hilfe-Kasten dran. So. Bedienungsanleitung, hups, gibt's mal wieder nicht. Kramer 5035, Bedienungsanleitung. Also ich brauche noch Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste und den ganzen Quatsch, ne?
Irgendwelche Tiere. Ja, aber was war denn das? Wer ist denn dieser Mensch? Darf der hier überhaupt fahren? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall haben wir noch UVV und die nächste Wartung soll bei 1000 Stunden stattfinden. Oh. Fehlt da oben eine Schraube? Was? Eine Schraube? Hier oben? Also ja. Hier sind so Hülsen und die Hülse habe ich da oben, die ist da so raus gewesen. Die haben wir da beim letzten Mal viel hier raus. So. Super Kleinigkeiten sind zu machen. Aber die Basis ist, denke ich, mal gut und das ist für uns das Wichtigste. Wir gucken erstmal, dass wir ihn abgeladen kriegen, damit wir hier. Ich möchte mal fahren. Damit wir fahren können, ne? Ja. Geil. So, abladen. Die Bühne ist frei. Und mal gucken, ob wir ihn da runterkriegen. Ich hoffe, du willst noch die Rampen gleich da so ran machen, nicht, dass du jetzt runterjumpst. Erstmal starten. Dran. Ich habe mich da auch schon festgehalten gerade. So, wie wollen wir das machen? Wir haben das mit 3 Mann da raufgehoben. Was haben wir mit 3 Mann raufgehoben? Den hier. Da wollen wir Gabelstapler holen. Pass auf mit deinem Kopf. Wir können das doch da schnell runterheben. Ah. Stell mal die Kamera hier irgendwo hin. Was ist das mit der Tür und dem Teil da? Willst du die Stützen, die noch runter machen? Man muss ja mitdenken. Das war immer schon das Problem bei diesem Anhänger, dass man das vergessen hat. Also er stirbt keiner von, wenn man das nicht macht, aber es ist Wie süß ist der denn? Der ist ja cool, Schnurri. Wir müssen einmal Luft pumpen und dann geht's weiter. Achso, nach hinten ist hoch, nach links ist einkippen, nach rechts ist auskippen. Wie jeder Frontlader auch. Das ist voll eingekippt. Das ist der Nachteil bei so kleinen Ladern. Rechts ist Gas. Alter, erstmal drauf auf die Gaspedalgeschichte da. So,
Das hat alles wunderbar. Hallo, kleine Sleepy. Oh, du kleine Sleepy. Jede Menge Gurte, aber man will das ja auch vernünftig verzurren, ne? Wir werden das auf dem Tieflader, werden uns das ja so hinbauen, dass das alles wieder so ein bisschen idiotensicher wird. Dann braucht man ja nur rauffahren, wieder mit so einer Kette, zwei Spannketten oder zwei Spanngurte, muss ich mal gucken, was wir da machen. Und dann sollten wir das da eigentlich hinkriegen, ne? Da wird es platztechnisch ein bisschen eng, aber das sollten wir auch irgendwie hinkriegen, ne? Blinky! Blinky geht und die Hupe ist auch nachgerüstet. Welches Licht? Achso, warte mal, Arbeitsscheinwerfer hinten. Mach nochmal. Naja. Hallo! Und du? Ich habe hier den hier gedrückt. Ja, musst du aber mal ausmachen. Ich glaube, du musst erst Licht anmachen. Dann ist Licht an. Ja. Und wenn du jetzt Arbeitsscheinwerfer machst. Nö. Naja, da müssen wir eh rundherum mit LED kommen. Noch aus. Müssen wir eh mit LED rundherum kommen. Aber die Originalhupe wäre hier. Ich weiß nicht, wie dämlich das gemacht ist. Aber das ist irgendwie so. Das, naja. Ah, das so. Aber das gucken wir uns im Detail alles noch so ein bisschen an. Das muss alles erstmal ein bisschen sauber und dann wird das schon richtig geil, ne? Jetzt kannst du ja mal. Achso. Was, ja. Denn, was sollte ich denn machen? Ja, wir müssen ja mal gucken, so ein Wechsel von Schaufel, wie das so vonstatten geht, weil ich glaube, ach so, muss also man hat ja hier eigentlich nur, guck mal, da wäre neutral, den musst du drücken, wenn du mit Gas arbeiten möchtest. Beim Hochheben zum Beispiel, wenn du stehen willst. Ja. Aber das können wir alles immer erst gesondert erklären. Da ist dritter Steuerkreis, genau, und mit dem dritten Steuerkreis kannst du da vorne entriegeln und dann kannst du das Werkzeug tauschen. Mhm. Muss ich das hochziehen, runterdrücken? Ja, dann ist ja, genau, du hast ja einmal entriegeln, verriegeln, das muss bestimmt hoch. Dann kannst du es bewegen. Dann kannst du es bewegen und wenn du es runter machst, dann nicht. Ah du? Ja, okay. Hm. So, mal gucken. Ich mach mal an. Muss ich irgendwas machen? Ja, beim Bremse? Anmachen, genau, nee, beim Anmachen musst du tatsächlich die Parkbremse da hinten machen. P. P. Ja. Kann man ja auch vorm Ausmachen erst machen, ne? Alter, hier ist ja richtig Hightech-LED. Das sieht ja richtig. Warte mal, ich mach das nochmal. Das sieht geil aus. Voll cool. Ah, oh, das kann. Der hat sogar Nebelscheinwerfer. Ja, ja. Das ist doch Quatsch. Kein Nebelscheinwerfer, das ist Fernlicht, so Granate. Das meine ich ja. Meine ich ja schon. Er hat eine Straßenverkehrszulassungsbeleuchtung. Blinker, Licht und hinten genauso. Das ist der Hund. Der ist, warte. Ach so, gut. Er ist noch im Kofferraum. Also, Kamera, warte. P aus. Und jetzt musst du ihm natürlich noch die Richtung sagen. Ach so, ne? Ich muss in die Richtung. Genau, und dann leuchtet ja. Der Pfeil. Aber man muss relativ weit das Gas bewegen. Ja, die, da ist ja ein Wandler drin, der muss erstmal Drehzahl haben, sonst kommt er nicht in Gange. Schon. So, jetzt drittes Steuergerät. Andersrum. Warte mal. Mach nochmal. Oh, es funktioniert schon was gleich nicht. Hast du das nicht getestet? Aber es hat doch, warte mal, beweg mal. Na, was ist los? Ich hab schon Platz gemacht. Na komm. Jetzt guckt jeder, ne? Weiß ich noch nicht so richtig. Vielleicht gibt's da mal einen Trick bei. Mach nochmal. Andere Richtung. Weil hier ist ja auch noch ein magnetisches Umschaltventil. Warte mal. Ja, pass auf. Jetzt kommt da hinten noch. Ist ja, hier? Genau. Mach mal den. So. Und mach mal jetzt. Kann ich den einmal wieder so anders machen? Wofür? Andere Richtung. Ja, ja. Geht alles. Du musst aber gedrückt halten.
Ach so, du musst ihn gedrückt halten. Ja, okay. Ich habe den jetzt gedrückt gehalten. Okay, weil dann geht er hier an und dann geht das. So, dann kannst du das ablegen. Wenn du keine Bedienungsanleitung hast, einfach machen, oder wie war das? Wir drücken einfach wild irgendwelche Knöpfe. Habe ich gesehen, gibt es auch mit Euro-Anbaurahmen. Finde ich ja total spannend, ne? Für allein für unseren Gummischieber wäre das ja interessant, ne? Dass man da vielleicht beikommt. Heben. Aha, also nur beim Aufmachen muss man. So ging es ja jetzt so. Ja, ist ja auch logisch. Ja, vollkommen logisch. Damit man das nicht verliert und ein Unfall passiert. Genau. So, jetzt haben wir aber nichts zum Heben, noch nicht so richtig. Demnächst. Erstmal gucken. Das kleine Spielchen. Das ist natürlich. Ausprobieren. Sie hat erstmal Kontrolle gemacht, was du gemacht hast mit ihrem Haufen. Ja, also wo ich mich persönlich dran gewöhnen muss, ist vorwärts, rückwärts hier auf dem Joystick. Ich will das immer gabelstaplermäßig mit den Füßen machen. Und was persönlich, was mir so fehlt, ist, das ist auch Gewöhnungssache, aber irgendwas, was anzeigt, wie der Winkel der Schaufel ist. Also nicht wie der Winkel der Schaufel generell ist, sondern null. Jetzt. Ach so, ja, okay. Wenn man es ablegt. Beim Frontlader hast du extra diesen Anzeiger. Und irgendwie, kann weiß man ich nicht. Sowas nicht auch anbauen hier? Weiß ich nicht. Irgendwas, das fehlt mir so ein bisschen so. Aber ansonsten, schön ein bisschen sauber machen, ein bisschen durchwarten. Süß. Und dann, hier, können wir damit ganz viel schön Blödsinn machen. Dafür ist ja genau richtig. Viel Blödsinn machen. Aber so, und dann muss ich so Aufnahmen besorgen. Ne? So eine Aufnahme zum Beispiel da. Können wir hier schön ranmachen an unseren Hubmast. Falls man mal irgendwo hinfahren will, wo man sonst nicht so hinkommt. Das kann der? Ja, das ist hier ein bisschen was anderes, das ist klar. Da ist ein bisschen Kraft und da ist ein bisschen Winkel. Aber wenn du mal irgendwo so hinfahren willst, wo es nicht das Ding volle Lotte hochheben, das ist scheiße. Das, dann brauchst du oben nur eine falsche Bewegung machen, dann kippt er um. Aber so, dass man das so umsetzen kann und hin und her, dass man mal irgendwo anders hinfahren kann, das ist, dafür ist das richtig cool. Für so eine Kleinigkeiten ist das nachher mega. Und eben, was eben cool wäre, wenn der Gummischieber natürlich auch damit reinpasst. Ja, das wäre richtig gut. Dann kann man so hier die Auffahrt dann so hoch und runter machen. Ja, da kann man so mit fegen und machen und tun. Aber sieht schon cool aus. Wir lassen uns mal überraschen. So. Sag mal, hast du einen Blumenstrauß gekriegt? Hier, statt Blumen. Nee. Statt Blumen hast du einen Cabby. Guck mal, dezent. Wir machen ja keine Werbung, Müller-Mittelteil. Schwarz. Hast noch einen Zollschau gekriegt, hat er gesagt, kannst immer behalten, gebrauchen. Und was steht auf dem links drauf? Auch Müller-Mittelteil, hier auf dem Kugelschreiber, statt Blumen. Ich hatte ihm gesagt, er soll Blumen rauspacken, wenn ich vorbeikomme. Und den abholen, das kennen wir noch so. Gab keine Blumen. Aber alles gut, das passt soweit. Dann gucken wir mal, nächste Aktion. Ackern! Ah. Streicheln! Wir machen Streicheln, ne? Wir streicheln nochmal das Feld. Es ist schon über den
Punkt rüber. Ne? Normalerweise wäre schöner, wenn man jetzt... jetzt wäre cool, wenn man so einen Flachgrubber hätte. Die Frage ist ja nur, Alter, welche Geräte willst du denn noch alle haben? Ne? Wenn man jetzt so einen Flachgrubber hätte, der da jetzt einmal so rüberbleiern würde, das wäre natürlich noch mal ein bisschen geiler. Der würde dann auch die Gerste schon mal so ein bisschen rausschnipseln. Ne? Die ist da jetzt natürlich nicht so ganz so rausgeschnipselt. Die ist schon ziemlich fest. Das Problem ist einfach über die Zeit hinweg. Winkel, scheiß auf Winkel. Über die Zeit hinweg ist das natürlich so ein Problem. Aber durch die Feuchtigkeit kam man da ja auch nicht wirklich bei. Ne? Und jetzt ist gerade so ein kurzes Zeitfenster. Und in diesem kurzen Zeitfenster schnudeln wir das noch einmal über. Denn da sind auch noch teilweise Ähren, die noch nicht gekeimt haben. Ne? Und die will man ja auch nicht verbuddeln. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Deswegen noch mal einmal schnelle Maßnahme. Einmal schnell überarbeiten, dann kommt nämlich sowieso wieder Regenphase. Dann kommt der erste Grubberstrich, dann der zweite Grubberstrich. Ja, dann kommt auch schon der Raps. Ne? So ungefähr muss man sich den groben Plan vorstellen. Ne? Nichts Genaues weiß man natürlich immer nicht. Aber das ist so das Angedachte. Ne? Ja, deswegen gucken wir mal, dass wir hier jetzt einmal schnell rüber. Sind ja so bummelig 11 Hektar, meine ich irgendwie. Hat er mir gezeigt. Doch, hat er mir gezeigt. Die schnuddeln wir jetzt einmal schnell über, ne? Und dann schnell nochmal rüber zu den 21 Hektar. Was man so schafft an so einem Tag. So am Nachmittag. 16.20 Uhr bin ich angefangen. Sag ich jetzt einfach mal. Ach komm, 16.15 Uhr. Ich habe den auf Null gemacht. Der wird uns die Wahrheit schon sagen hier. Hektar haben wir gleich fertig. Das ist immer so geil. Erster Acker ist fertig, ne? Konntet ihr da? Zack! Noch mehr? Ja. Dammwild, ne? Das Grundproblem auf dieser Koppel ist Dammwild. Hier steht übrigens ja noch Gerste. An der Kante. Wollen wir zusammen mit der Sommergerste dreschen? Ob sie bis dahin, wie lange da? Also ich weiß es nicht. Man weiß es ja nicht, aber wenn du sie runterbuchst, ist sie weg. Und ach, mit der Sommergerste kommen wir da ja auch. Deswegen alles nicht weiter wild. Ne? Und wenn wir da noch eine Ähre erwischen, dann erwischen wir noch eine. Und wenn nicht, dann nicht. Wenn du es runterbuchst, ob das runtergemulcht da liegt oder ob es jetzt mit dem Mähdrescher oder bevor der Mähdrescher kommt, das da unten liegt, das ist dann auch egal. Aber das grüne Zeug war nicht dreschwürdig. Das war wirklich grün. Also wirklich grün. Ja, ich wollte eben noch mit euch ein bisschen philosophieren. Nebenbei lasse ich Drohnenaufnahmen laufen. Eben noch ein bisschen philosophieren. Und dann kam Fadi und habe ich mit dem philosophiert. Der hat mich erstmal umarmt. Oh, danke für das nachträgliche Geburtstagsgeschenk. Danke, danke. Und dann rattert das erstmal in dir und dann fällt dir im nächsten Moment ein. Ja, er wird wohl den Lader meinen. Ich bin ja zu meinem Nachbarn erstmal mit dem Lader gefahren, um damit erstmal ein bisschen anzugeben. Und mein Fadi war dann auch dahin, weil der hatte das, ich hatte den Status, der hatte das dann auch gesehen. Er ist erstmal eine Runde gefahren, war wohl auch schon bei der Drainagelöcher und hat da erstmal mitten in der Erde rumgewühlt mit dem Radlader. Der ist auch der Härteste. Und dann wie gesagt, danke, danke für den schönen Radlader. Und nee, ja, also du kannst ihn wohl auch mal benutzen, aber grundsätzlich ist er so, um den Kunden ans Bein zu binden. Naja, aber der war sehr glücklich. Das ist ja genau das richtige Gerät zum Wildschweinebergen und hast du nicht gesehen. Ja, also da muss er erstmal ohne die Löcher ran. Ne? Und dann wird das schon passen. Ne? Dann kamen wir eben, dann habe ich mit ihm gefaselt. Genau, kam auch meine Philosophie. Mensch, man könnte jetzt, wäre schön, wenn man irgendwie so einen Flachgrubber hätte. Wäre ja testweise auch nicht schlecht, aber naja, was man nicht hat, hat man nicht. Also arbeitet man mit dem, was man hat. Dementsprechend Striegel. Rucki-zucki heute fertig, wie gesagt, morgen oder heute Nacht. Aber irgendwie kommt schon der nächste Regen. Nebenbei, genau, laufen die Drohnenaufnahmen. Da kann man ganz gut sehen, dass sich öfter mal so ein bisschen Stroh da drin sammelt. Ist ja klar, muss ja auch. Fällt ja aber auch gleichzeitig irgendwann wieder weg. Und wenn du am Ende vom Felde, du musst es ja nicht übers Knie brechen, dass er unten um die Kurve gezogen wird. Der Hersteller gibt an, man kann das, alles gut.
Aber man muss das ja nicht übers Bein brechen, dass man ständig und immer nur diesen Striegel um die Kurve zieht. Dann ist da auch noch Stroh drin. Das sind natürlich auch alles Kräfte, die da wirken. Das muss ja alles nicht unbedingt gesund sein. Aber wenn der halt hinten voll ist, dann machst du das einfach. Und wenn du das machst, nimmst das Stroh einfach wieder mit. Und über die Fläche hinweg oder über den Weg hinweg ist es oftmals so, dass es dann der Fall ist, dass es wieder weggefallen ist, ne? Das Stroh, was da hinten drin ist. Deswegen, das funktioniert soweit alles ganz gut. Hier und da bleibt vielleicht mal ein bisschen mehr liegen, ja. Aber wenn wir jetzt mit dem Grubber als nächstes kommen und die erste flachere Bearbeitung machen, dann wird sich auch das verlieren, was da denn jetzt liegt. Ne? Da mache ich mir gar keine Sorgen. Die Strohrotte ist ja auch, jetzt ist wieder ein bisschen mehr Erde drauf, jetzt kommt wieder Regen, dann wird die Strohrotte auch wieder zuschlagen da und dann wird das auch weiter verrotten. Und was ich ganz wichtig finde, es ist eben nichts vergraben. Ne? Es darf halt nichts vergraben werden, das ist so. Das gibt nur Ärger. Ne? Deswegen ist das schon ganz cool so. Ne? Ja, so weit, so gut. Erste Acker ist fertig. Gebraucht 1 Stunde 40, wobei ich 10 Minuten noch am Feldrand gestanden habe und noch nett einen kleinen Klönschnack gehalten habe. Schön Rentner-Klönschnack. Genau, das auch noch dazu. Und wir haben in dem Moment, beim letzten Mal waren da 2,9, ich glaube unter 3 Liter oder 3 Liter, die wir da gebraucht haben. Hier waren wir jetzt bei 3,6 Liter auf dem Hektar. Wenn du dir überlegst, da dann 11 Liter sind, 11 Hektar sind, dann hier verlierst du bei der Tankanzeige vielleicht einen Balken so gefühlt. Ne? Von daher, das ist schon gut. Ne? Das ist so eine Sache, die eben relativ verschleißarm ist und auch relativ wenig Sprit auf dem Hektar braucht. Ich glaube, das passt ganz gut in die Welt. Man muss halt nur kontinuierlich dranbleiben. Das ist aber auch natürlich immer dem Wetter geschuldet, ob man das kann oder nicht. Ich hatte ja die Profis gefragt einmal neulich und die sagten ja, alle 5 Tage wäre so die richtige Maßnahme mit dem Striegeln. Ja, wenn das Wetter das hergibt, kannst du das wohl einhalten. Aber dieses Jahr, wo einen der Regen jetzt irgendwie überläuft, funktioniert das natürlich nicht. Ne? Das ist nun mal leider so. Aber ich glaube schon, dass die Wirkung auch hier wieder da sein wird. Ich denke mal, der Rest wird zum Keim gebracht und wir werden da nichts verbuddeln. Diese blöde Gerstensaat, wenn du die verbuddelst, dann kann die wohl auch ein paar Jahre durchhalten. Ne? Und deswegen lieber nochmal so die Maßnahme einleiten und dann ja, gucken wir mal weiter. Wir werden jetzt zum nächsten Feld umsetzen und dann da nochmal die 21 Hektar schnell einmal durchrutschen lassen. Hoffentlich kommt nicht dieser Regen. Da war ein Regentropfen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Aber wenn der ausbleibt, dann haben wir das mal eben kurz durchgearbeitet. Ne? Ja, dem kleinen Haufen wurde gebuddelt. Ich klappe mal nebenbei schon aus. Was muss ich da machen? Ah, kein nicht. Ich brauch beide Hände. Aber irgendwo, Katharina hat Fadi gesehen. Aber die muss ja irgendwo hier vorne gewesen sein. Auf jeden Fall ist mein Vater erstmal mit dem Radlader hierher und hat hier erstmal irgendwo gebuddelt. Wenn ich das finde, zeige ich euch das ja nochmal. Ja, der ist der Herr, das ist der. Haben wir ausprobiert. Guck mal, der ist wenigstens richtig ausprobiert. Ich habe den ja nicht mal, als wir den angeguckt haben, habe ich ja nicht mal in den Sandhaufen gerammelt. Ne? Ja, der hat's gemacht. Ja. So, wir gucken mal. So war, so muss, ne? Irgendwie so müssen wir nachher. So würde ich sagen. So, dann muss man ja hier, man kann auch, weiß gar nicht, kann er das auch, er kann es ja eigentlich auch automatisch, ne? Feld, mach mal hier Auto, guck, wollen Sie, nee, will ich nicht, er sollte suchen, hat er nicht gemacht, wir machen uns hier Weden 2 an, dann haben wir es, ne? So, dann müssen wir noch einmal Lenkung vorwählen,
Prozent. Lenkung neutral, erste Stufe. Es ist auch alles so einfach, ne? So, und dann müssen wir sagen, Striegeln 23. Können wir löschen. Ja, guck mal, da das ganze Gemalte kann man löschen, ne? Einstellung, Mülleimer, jawohl. Dann haben wir das Gemalte schon mal weg. Jetzt machen wir Plus, AB, zack, A, kurz ein Stück fahren. 10 Meter lang, ja. 3, 2, 1, B. Zack, fertig. Dann sage ich hier Striegel 23, haben wir das wieder neu. Speichern, alles gut. Und dann können wir klappen. Ausklappen, einmal am Benzel ziehen und dann haben wir es, ne? Ausgeklappt haben wir. Dann können wir lenken. Hallo? Abspielvorgang, Fahrtrichtung? Ja, alles gut. So. Zack. Geht's auf der nächsten Fläche weiter, ne? Hier grabbelt er ordentlich, ne? Hier müssen wir mal gucken, ob wir denn nicht vielleicht doch ein bisschen weniger intensiv stellen. Das muss ich mir mal gleich belauern. Aber das ist eben, ne, wie beim letzten Mal auch, auf dieser Fläche ist das einfach ein bisschen mulligerer Land. Ist jetzt gerade, ja, hier ist ja nun gerade mega Sandboden. So, mal gucken. Jetzt ein bisschen aggressiver wird vom Boden her, wo wir da landen. Aber das ist schon eine gewaltige Bodenbearbeitung, ne? Wahnsinn! Unterschiedliche Felder, unterschiedliche Böden, ne? Aber hier kratzt er. Hier kratzt er richtig tief. Hier können wir noch ein bisschen Aggressivität rausnehmen, ne? Das ist ein bisschen doll. Aber es ist so ähnlich wie mit so einem Dings. Aber es ist eben welcher Boden, ne? Es ist flach weggedaddelt, ne? Erstaunlich. Aber wir können noch ein bisschen Feuer aus der ganzen Nummer rausnehmen. Ganz so aggressiv brauchen wir da nicht bei. Ne? Hatte ich eigentlich vorhin. Ja. Das passt soweit, ne? Stark. Aber das war ja beim letzten Mal hier auch schon so. Dann können wir da ein bisschen Dampf rausnehmen. Minus. Ich fahre mal dabei leise. So. Dann gucken wir mal, wie es mal ein bisschen weniger Dampf ist. Aber cooler Effekt, ne? Da reicht es auf jeden Fall dann an Bodenbearbeitung. Zack. Das, was ich auf der anderen Koppel hätte gerne ein bisschen mehr gehabt, ist hier schon ja fast zu doll, ne? Erstaunlich. Aber Sonne ist da, das ist schon mal gut. So, gucken wir mal. Hallo, wo willst du hin? Ja, sehr gut. Gucken wir mal, dass wir das so übergeduldet kriegen hier. Wie gesagt, bei dem anderen Feld hätte ich gerne einen kleinen Ticken aggressiver gehabt. Und hier musste ich schon wieder ein bisschen was rausnehmen. Ne? Dementsprechend muss er auch richtig ein bisschen arbeiten. Können wir noch ein bisschen rausnehmen. Aber da muss man sich halt immer so ein bisschen anpassen. Das ist eben, ja, beim Striegeln eben so eine Sache. Ne? Das ist nicht so, dass du sagst, das ist immer alles gleich. Nee, es ist immer unterschiedlich. Hier wurde ja auch ein paar Tage früher gedroschen und. Hängt ja alles so ein bisschen zusammen. Ne? Aber das ist halt immer noch mehr als aggressiv genug. Ne? Ja, Wahnsinn. Auf den letzten Metern, ne? Da hinten am Horizont geht nicht nur die Sonne unter, sondern da ist auch so ein Holland am Rapsdreschen. Ne? Ah, dann ist nass, ne? Ah, schock.
Auf jeden Fall, der Striegel hat gut angepackt. Hier auf dieser Fläche auf jeden Fall noch mal besser als auf der ersten Fläche. Richtig cool. Ist im Grunde genommen das Ergebnis, was man ja auch erreichen wollte. Dass man ein bisschen mehr bewegt, damit man auch die letzte oder damit man auch die aufgelaufene Gerste so ein bisschen bekämpft. Ist nicht die mega Ideallösung, aber ist eine gute, preisgünstige Geschichte. Ne? Deswegen alles gut, machen wir so. Ah, da könnt ihr so ein bisschen direkt da, wo die Sonne rot ist, so ein bisschen zwei gelbe Latüchten sehen. Ne? Da fährt er. Jo. Stauben tut's, das Stroh wird, denke ich mal, jetzt natürlich einigermaßen reif sein, auch beim Rapsen. Ne? Das ist so. Also von daher passt es schon. So, einmal da noch runter, zusammenklappen, Feierabend. Ne? Dann haben wir 21.50 Uhr haben wir jetzt. Mal, wir haben jetzt 3 Stunden 30 hierfür gebraucht. Genau, 3 Stunden 30, abgearbeitet 21,9 Hektar. So, das passt auf jeden Fall in der Welt. Und morgen dann geht es weiter an der Drainagefront. Da bin ich mir einigermaßen, weiß ich noch nicht, aber doch, müsste eigentlich. Doch, ich meine, das geht dann weiter. So oder so, ich kann da schon mal wieder zuschütten. Ne? Von hinten, da kann ich schon mal anfangen. Knapp 2 mm über Nacht. Ne? Das ist so das, was uns hier bremst. Ne? Aber ich habe es ja gehört, wir sind hier weitem nicht alleine. Ne? Ganz viele haben dieses Problem, dass das Wetter einfach so ist, dass es ja, regentechnisch bei uns eigentlich zu wenig ist. Weil wenn jetzt gleich Sonne und Wind kommen, dann ist das Ganze wieder weg. Und da mir doch einen Treckerschlüssel eingesteckt, ja. Deswegen ist das immer so ein bisschen ärgerlich. Ne? Aber was wollen wir machen? Wir machen wie immer das Beste daraus und schauen mal, was der Tag heute so bringt. Wenn nicht mehr Regen kommt, aber ich meine, zum Mittag war noch mal wieder was angesagt, so ein 0,5 mm, dann könnte man vielleicht über Dreschen nachdenken. Das haben nämlich jetzt auch schon eine ganze Menge gemacht, Leute. Wieso ist eigentlich meine Scheibe so verschmiert? Bei welchem Regenwetter wäre ich denn mit diesem Trecker draußen gewesen? Kann mich nicht erinnern. Na egal. Auf jeden Fall ist das eben so eine Idee. Ansonsten wollen wir weiter eine Drainage machen. Aber wenn wir nicht dreschen sollten, habe ich vielleicht Lust, wenn vor Ort, wo Trecker ist, das nicht regnet, vielleicht einmal zum Ziehen zu fahren. Da ist heute in Schülp Abendveranstaltung 6,5, 8 und 10 Tonnen. Und wir wissen ja, die 8 Tonnen ist ja die Frauenklasse, aber das ist jetzt 8 Tonnen für Männer. Meine Frau ist ja eh und macht Schule und deswegen kann ich das ja machen. Ne? Für den 600er-Content, ne? Für den 600er-Algorithmus-Content planen. Genau. Dann kann, also weil ja nicht Frauenklasse ist, sondern 8 Tonnen für jedermann, kann ich da also hinfahren. Und jetzt hatte ich mal den tollkühlen Plan, wir hatten ja mal diesen Trecker, Frontlader ab und dann das 600 Kilo Gewicht vorne drin. Und dann haben wir da mit Frauenklasse gefahren. Und ich werde jetzt mal diesen Trecker wiegen mit Frontlader, damit wir mal wissen, was der mit Frontlader wiegt. Weil, wenn ich 8 und 10 Tonnen ziehen möchte, dann hätte ich jetzt mit Frontlader 8 Tonnen. So meine Hoffnung. Ich weiß nicht, was der Frontlader wiegt. Das werden wir jetzt mal so ein bisschen sehen. Und dann könnte ich die Grundausstattung vom 9er mitnehmen. Da ziehen wir ja 9 und 11. Das sind ja dann 2 Tonnen, die ich immer dazu packe. Die könnte ich dann einfach hier dran hängen. Und dann wäre ich schön, oh, das war schon der 6. Gang. Dann wäre ich schön fertig, ne? Das werden wir jetzt mal grob kontrollieren. Ich fahre mal auf die Waage und dann moin, gucken wir mal, was der ganze Spaß hier wiegt. Gewogen 8020 zeigt die Waage an.
Ja, dann fährt man da ja noch hin. Dann kommt mein dicker Körper da drauf. Ja, aber im Notfall, wir haben noch Unterlenker vorne, die können wir abbauen. Oberlenker vorne, hydraulischen Oberlenker hinten. Und wenn das alles reißt und das nicht klappt, können wir immer noch den Frontlader wegschmeißen. Da sollten wir uns vielleicht zwei kleine Brettchen mitnehmen. Den Frontlader wegschmeißen und dann das Frontgewicht reinbauen. Hat ja sonst auch funktioniert. Wäre so die Alternative, ne? Ja, also werden wir hier jetzt die Räder umbauen. Er kriegt jetzt seine 710er drauf. Dann die Gewichte von dem 9er abbauen, hier ranstricken. Und dann gucken wir mal, ob wir nachher losfahren oder nicht. Wenn du denkst, es könnte irgendwie alles klappen, kommt von irgendwo ein Mieter her und erzählt, er kriegt die Schaufel nicht ab. Dann erklärst du das nochmal so ein bisschen. Und dann sagst du auch nochmal, Mensch, linksrum ist lose, rechtsrum ist fest. Naja, beim dritten Anruf kam dann, ja, vielleicht haben wir erst in die falsche Richtung gedreht. Und zwar mit Hass. Ja, und jetzt bringt es meinen ganzen Tagesplan durcheinander, weil ich habe ja nichts Besseres zu tun, als hier mir meine Nüsse rauszusuchen und loszufahren und zu gucken, ob nicht ich mit Hero-Wunderkräften irgendwie das Ganze gelöst bekomme. Ne? 19 ist Schlüssel der Wahl. So, wir packen uns mal ein paar 19er Nüsse ein, bisschen Bremsenreiniger. Oh, ich weiß noch nicht, was wir alles noch so mitnehmen. Hämmerchen vielleicht? Und dann versuchen wir mal das Rätsel zu lösen. Ne? Ist halt nur ärgerlich. Das sind bestimmt 25 Kilometer eine Tour. Das ist schon so warm heute. Und es ist nicht mal Sonnenansicht. Es ist so ein richtig schöner Schülertag. Ist so eine Düne vor, würde ich euch gerne zeigen. Ist diese sagenumwobene Ostsee, weswegen die Menschen hierher kommen. Ist auch nur Wasser und ist auch nur nass. Und sieht auch nicht aus, als wenn hier gerade um 21:45 die großen Ströme Richtung Wasser pendeln. Um 12 Uhr ist Gewitter angesagt. Also nur einmal so eine Husche, aber ja. Trotzdem ist hier natürlich was los. Minigolf ist besetzt und der Verkehr natürlich, ne? Wir müssen zusehen, dass wir hier wieder wegkommen. Bagger läuft wieder. Warte mal, ich muss hier abbiegen. Bagger läuft wieder. Ja, einmal eine Nuss, ein bisschen mit dem Hammer leise reingeklopft. Ein bisschen mehr Kabums an dem Knebel gedreht. Und richtig rum, links rum. Bei so einem Schnellwechsler, wenn man so einen Bagger hat, links rum ist zu lösen. Schraube ist linksrum zu lösen, Wasserhähne sind linksrum aufzumachen. Linksrum ist eigentlich so das, ja, das Löse und das Löse. Sagt man, das ist das Löse? Nein, glaube ich nicht. Und die andere Richtung ist rechtsrum, weil seit das Deutsche Reich besteht, wird die Schraube rechts gedreht. Ne? Außer der Camper an sich, der sollte das wissen. Bei Gas kann das auch mal andersrum sein. Ne? Ja. So, dann hatten wir auch noch mal einen schönen Ausflug nach Scharbeutz zum Strand, ist ja auch mal nett. Haben wir das auch mal gesehen. Jetzt gucken wir uns hier noch mal die geilen Preise an. Was kostet der Benzin? Durst, wenn man einen hätte. Diesel 1,78. Heieiei, hier geht was. Der Urlauber an sich, der hat es auch nicht leicht. Der kriegt voll die Schelle. 1,78, E10, 1,86. Na, dann mal los. So, weiter. Ich soll ja eigentlich auf dem Bagger sitzen schon. Das machen wir dann jetzt auch. Hautmann SMK 2102. Auch kein kleiner Anhänger, ne? Heute war ich ja erstmal mit dem Bagger unterwegs. Also wegen unserem Bagger unterwegs und danach beim Nachbarn. Wir haben unser Endziel erreicht. Jetzt muss dann alles wieder dicht, ne? Ja. Kriegen wir aber auch noch irgendwie hin. Hier im Hintergrund seht ihr schon. Wir sind auf dem Weg zum Trecker-Track nach Schülp. Abendveranstaltung. 6,5, 8 und 10 Tonnen. Zylon ist bereit für 8 und 10 Tonnen. Ne? Genau. Wird natürlich ein bisschen schwieriger. So eine 8 Tonnen Frauenklasse ist immer so ein bisschen ausgedünnter, sag ich mal. Bei 8 Tonnen, jeder darf
müssen wir mal gucken, wer da alles so startet, ne? Da wird ja ziemlich voll sein. Jede Menge 14er und was haben wir denn noch da? 14er und was gibt's da noch alles so? Auf Fans, ne? So 600er und sowas. So, sind wir mal gespannt. Hinter mir 926 erste Generation. Und wir beide, wir schüsseln da erstmal hin, ne? Auch interessant, nein, Spielereien. Da habt ihr gesehen, ein Dampfer. Da vorne ist direkt der Nordostseekanal. Hier fahren direkt die großen Schüsseln dran vorbei. Ne? Ja, ich stehe jetzt an, 8 Tonnen Klasse. Lader ist noch dran, ansonsten ist auch alles ab, was ging. Also, das nächste wäre Zuchtmaul gewesen, glaube ich. Ja, müssen wir mal gucken, wie das so performt. Ein, zwei haben schon durchgezogen, also von daher gucken wir mal, wo wir da denn irgendwie irgendwann irgendwo landen. Ne? Aber erstmal lassen wir uns überraschen. Schon mal ganz cool. Ah. Hier ist ein bisschen Stau. Scheiße, diese Kamera, die jetzt gerade läuft, die ging eben nicht. Da war der Akku leer. Mist. Aber wir gucken mal, was davon wird. So, wir fahren ran. 8 Tonnen stechen. Weiß gar nicht, 5 oder 6 Starter. Die bleiben alle bei 30 Meter stehen. Es ist schwer, 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 schwer. Ganz schwer. Da machen wir mit, ne? Es muss vorfahren, sonst habe ich keine Sonne. Ich brauche eine gute Spur. Mit seinem 926 und den 800er Räder wird er wohl eine Spur machen, ne? Und dann stellen wir uns an für 10 Tonnen. Es ist auch jetzt schon bald hier 12. Junge, das zieht sich aber. Immer den dicken Buden hinterher mit dem kleinen Vierzylinder. Das schockt mal richtig heute. Irgendwie ist das geil. So, wollen wir mal gucken, was Hannes macht. Erstmal macht er Licht an. Das ist schon mal nicht verkehrt. Dann weiß er schon mal, wo er hin muss. Kette stramm kann er auch. Und los geht die Reise. So einen Träger müssen wir auch noch mal haben. Mann, Mann, Mann. Und er pfeift so schön. Leicht rechts. Stark rechts. Xerion 4500. Was würde Thomas sagen? Oh, der geht, der geht, der geht. Oh, der geht. Das gucken wir uns an.
Funktion des Blinkens funktioniert, ne? Da ist eine Tanke, da halten wir mal an. Nicht, dass wir hier nachts um eins mal irgendwie stehen bleiben. Läuft bei mir, würde ich sagen. 50 Euro bringt 3 Balken Fahrspaß. Wir sind wieder im Rennen, ne? Nicht, dass wir nicht nach Hause kommen, das will ja keiner. So, Endspurt. Ich glaube, ich kann mich schon verabschieden, ne? Wenn Ihnen noch irgendwas Schlimmes passiert, dann melde ich mich für heute ab. Wo ist denn das Cutter hier? Cutter ist... Achso, das habe ich, glaube ich, zur Seite gerannt aus Angst. Aha. Musst du da mal runterkommen? Du musst da mal runterkommen. So, guck mal, das sieht schon mal schön aus. Hier ist schon mal... Kannst du mal mit deinen Pfoten da runterkommen, bitte? Ja, du. Oh, ja, es ist da schon drauf. Aber es ist nicht so ganz so klein detailliert, wie ich dachte. Aber müssen wir mal gucken. Ich habe jetzt endlich so eine Karte bestellt. Ich dachte mir, ich mache das einfach mal. Das ist extra, das war einfach. Deswegen habe ich gedacht, mache ich das so. Und zwar ist das, kann man hier sehen, Sandwich-Prinzip, Spanplatte. Dann kommt Dingsbums und dann Dingsbums. Sandwich-Platte, dann kommt Kork und dann kommt eine glasierte Deutschlandkarte. Richtig, richtig cool. Und die sollte eigentlich hier drauf passen. Von der Größe her. Das Einzige ist halt, sie ist halt nicht relativ, sie ist nicht so detailgetreu, aber es geht eigentlich. Wir wohnen da. Wir wohnen da oben. Das ist ja auch immer interessant, ne? Dann können wir mal gucken, dann könnt ihr mal sehen. Halt mal fest. Das ist vielleicht ja, das ist ja auch mal interessant, ne? Für die Republik der Bundesrepublik. Aber wir brauchen dann nochmal einen. Also wir philosophieren gleich noch, wir haben da Ergebnisse Trecker-Track, da philosophieren wir gleich noch schnell drüber. Aber das Ding fiel mir gerade noch so ein. Aber wir müssen irgendwie noch mal einen aufhelligen haben, wo wir wohnen, damit man das auch immer sehen kann. Ja, das meine ich ja. Das ist, wäre ja so das, was ich sage, was vielleicht noch cool wäre, wenn wir da irgendwie das ein bisschen deklarieren können, wo unser Zuhause ist. Auf jeden Fall haben wir schon mal die Bundesrepublik Deutschland mit ihren ganzen Bundesländern, schön farblich. Heißt ja immer so schön, heißt es noch so schön mit diesen Karten? Eine, ja, politische Karte nicht. Da gab es ja irgendwie so einen Ausdruck für. Ich mach mal jetzt ein Grün für... So, Grün, mach mal da oben, ist der große Plöner See. Hier ungefähr, ne? Bei ungefähr ist genau richtig. Also, falls ihr euch dafür interessiert, aber der ist unauffällig grün, der muss gelb oder so. Gelb oder weiß, dann kann man das besser sehen. Da oben wohnen wir, ne? Wir sind nicht ganz im Norden, Schleswig-Holstein, aber wir sind im Mittel von der Höhe her in Ostholstein. Ja, das ist okay. Kann man es besser sehen? Ja, einigermaßen. Da ist unser Zuhause. Wir haben noch eine Möglichkeit. Weiß geht auch ganz gut. Auf jeden Fall wird das hier jetzt unsere offizielle Bierkarte, ne? Wo kommt das Bier her? Das pinnen wir hier jetzt an der Wand, ne? Das, was wir noch haben, kann ich da ja noch reinpinnen. Wenn du Lust hast, kannst du es reinpinnen. Wir sind natürlich alle Orte nicht drauf, aber einigermaßen, ne? Wir suchen das raus. Wir suchen raus. So, ich muss das mal aus der Hand loswerden und dann philosophieren wir mal, was beim Trecker-Train los war. So, ihr Lieben, gestern war ja nur noch Trecker-Track. Davon wollten wir ja noch berichten, aber heute Nacht um 2:30 habe ich Katharina jetzt nicht wach gekriegt. Weiß gar nicht warum. Komisch. Ja. Nehm ich da. Auf jeden Fall. Mahlzeit. War es ja so, Trecker-Track in Schöp. An 2 Tagen war es ja. Gestern war Ziehen und am heutigen Tag wäre Ziehen gewesen. Weil ich Bock hatte, 8 Tonnen zu ziehen. Du wolltest einfach mal so starten. Weil ich auch mal Zylon fahren wollte. Habe ich mich entschieden, mit dem Zylon hinzufahren. Hatte ich euch gesagt, haben wir zusammen gewogen, gemacht, getan. Der war mit seinen 8 Tonnen, war das alles gut. Bei 8 Tonnen hatten wir 35 Starter. Oh Gott. Leider war das mit der Kamera so ein bisschen doof. In der Nervosität habe ich die irgendwie nicht richtig angehabt. Hier ist noch so ein Ding. Auf jeden Fall... hier ist das Teil, ne? Auf jeden Fall, das habe ich hier hingelegt.
Auf jeden Fall ist es so, dass hier 35 Starter waren bei 8 Tonnen und da waren 8 Leute im Stechen. Da haben wir erstmal durchgezogen. Als einziger Vierzylinder mit hier nicht irgendwie 5000 PS, sondern nur, keine Ahnung, mutmaßlich irgendwo 150, 155 PS. Alles. Haben wir uns da wacker geschlagen und sind bis ins Stechen gekommen. Und im Stechen waren wir dann von, was, wie viel war es jetzt? Von 8, ne? Ja. Waren wir Fünfter, wobei einer von den 8 noch disqualifiziert wurde, weil das Zugmaul zu hoch war. Ja, fand ich beachtlich. Von 35, 5. Platz, war sehr gut. Und ich kann dazu sagen, da ist noch mehr drin. Da sind noch ein, zwei Dinge, die man noch verändern kann und muss, um da vielleicht noch ein bisschen cooler zu werden. Und für mich war es ganz interessant, ich konnte da mal... Was hast du denn gemacht? Ich wollte dich darauf setzen. Für mich war es mal ganz interessant, ich konnte mal die 8 Tonnen fahren und für Katharina mal das Feeling dafür so ein bisschen mitentwickeln irgendwie. Sehr cool, auf jeden Fall coole Erkenntnis. 5. Platz, hat mich richtig gefreut, hat richtig Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil auch ganz, ganz viele nicht damit gerechnet haben, dass dieser Zylon, der da kommt, da einfach mal so durchfährt. Ne? Der ist einfach gut. Der ist einfach durchgekommen. Ne? Und hier mein Kumpel stand an der Bahn und dann, ich hatte den Frontlader ja ganz hoch. Und dann hört er im Hintergrund nur auf so einem Wagen, ich gehe heute so steil wie der Frontlader. Das war so geil, ey. Der Spruch des Abends da. Naja, auf jeden Fall, das lief auf jeden Fall super. Dann umgerüstet auf 10 Tonnen. Und bei 10 Tonnen muss man sagen, ist natürlich hart. Ne? Bei 10 Tonnen, die Schlepper haben ja alle, also auch bei 8 Tonnen haben die Schlepper ja alle schon 200 bis 300 PS teilweise. Und jetzt bei 10 Tonnen, haben die ja, keine Ahnung, da war ja keiner mit unter 100 PS, sag ich einfach mal. Und das ging ja hoch bis, keine Ahnung, der Johnny hat vielleicht 600, 700, ich weiß es gar nicht, wie viel. Und gegen die ist natürlich schwierig, mit der wenigen Leistung. Du kriegst ja keinen Schwung geholt irgendwo. Ja, Ausreden genug. In der Ruhe liegt die Kraft. Genau, 35 Starter. Davon? Mit 60,1 Meter. Genau, 60 Meter. 21. Platz. 21. Platz von 35. Ich glaube, da braucht man sich auch dicke nicht verstecken. Das war auch ein super Ergebnis. Auch da muss ich sagen, hätte ich im Endeffekt doch noch mehr Gewicht nach hinten verlagern können und. Ich hatte da so ein bisschen Respekt. Da waren auch 160 Kilo möglich. Und wir müssen sagen, das Zugmaul ist bei dem Trecker, das ist ja auch so ein Ding, wenn der hinten so bereit, also hinten voll ist mit Gewicht, dann hat das Zugmaul, ich glaube, 90. Da sind noch 10 cm Höhe möglich, ne? Also da, die verschenken wir ja, weil der Trecker einfach nicht größer ist. Die Schiene ist ja einfach nicht länger, ne? Das ist tatsächlich, ist das ein Riesennachteil schon, ne? Das heißt nicht, dass du dann danach bis nach Tempo fährst, aber ich glaube, 1-2 Meter hätte man noch mehr ziehen können, wenn das so gewesen wäre, ne? Also da ist noch so ein bisschen... Möglichkeit zur Verbesserung, müssen wir mal gucken. Wir brauchen größere Räder. Ah, Räder. Nee. Nicht noch mehr Räder. Nee, alles gut. Also, das hat richtig Spaß gemacht, da hatte ich eben Bock drauf. Die ganze Veranstaltung war schön mit dem Feuerwerk. Im Anschluss des Anschlusses, als Abschluss, machen wir Feuerwerk. Das war schön, da hast du mir auch was geschenkt. Kloppe ich euch das Feuerwerk noch? Oder das ist nur ein Teil von dem Feuerwerk, was ihr seht. Also, das war noch wesentlich länger. Aber länger wie 3 Sekunden? Ich habe nur 3 Sekunden Video. Guck mal, du hast 3 Sekunden und ihr kriegt 3 Minuten oder irgendwie sowas und das ging länger. Also richtig cool, haben sie schön gemacht, war gut organisiert, hat Spaß gemacht und ich hoffe, am zweiten Tag war das genauso schön. Trocken war es, das war richtig cool, der Mond kam da heraus, das war schon cool. Am Kanal, die Schiffe fuhren da direkt vorbei. Wir hatten ja Regen. Das war geil. Also von daher... Du hattest Glück. Genau, ja. Regen. Und so war es dann heute auch bei meinem Nachbarn, da kam dann der Regen. Und jetzt ist angesagt 10 bis 20 morgen und 5 bis 10 übermorgen und 7 bis 8 übermorgen. Also wir haben da noch so ein bisschen Pause. Also wir machen noch ein bisschen technische Sachen und dann gucken wir mal. Sehr schön. Ihr Lieben. Das war es auch leider zu diesem Video. Das soll es auch zu diesem Video gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Genau, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja. Ein bisschen Liebe wäre toll. Lasst gerne, bisschen Zylon-Liebe. Lasst ein bisschen Zylon-Liebe da, ganz genau.
Und dann... bleibt auch gerne dran. Wir packen noch Pakete aus. Genau, packen wir noch was aus. Bleibt noch gerne dran. Und ansonsten sehen wir uns zum neuen Video wieder. Ne? Bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. So, jetzt darfst du auspacken. Jetzt darfst du da... Willst du das, soll das sein? Das willst du haben? Du musst schon aufstehen, es wird nicht so klappen. Die Beine sind zu kurz, wenn sie so auf dem Boden sind. Das möchtest das du haben? Haben? Ich hätte ja jetzt gedacht, du willst den Ball haben. Aber also, wir hatten ganz, ganz vielen tollen Besuch und die Post war fleißig, ne? Das stimmt. So, bitteschön. Wir haben schon angefangen. Büffel hat sie gekriegt. Büffel? Und Hirsch. Dann gibt es hier einmal Granatapfelsekt und einmal Hugo alkoholfrei, werde ich mir gleich reinhauen. Oh. Dann gibt es natürlich für Schnuffi noch einen, das wurde auch schon wild getauscht. Aber wir haben ihr verboten, das schon zu benutzen. Wir müssen es ihr erst zeigen. Genau. Dann gibt es noch leckeres Bier. Leckeres Einlegger, Urbock, dunkel. Schade, ich kann keine Pinne an meine neue Wand machen. Keine Pinne an eine neue Wand. Die Wand, die haben die Pinnewand, haben die noch gar nicht gesehen. Die müssen wir noch zeigen gleich. Ach so. Fertig haben wir die noch gar nicht so gezeigt. Handwerker machen keine Pause. Sie geben dem Werkzeug Zeit, sich zu erholen. Ja. Weiß Bescheid, ne? Auch nicht schlecht. Hallo ihr drei Schnackis. Wir freuen uns jedes Mal auf einen neuen Vlog, die sehr interessant und lehrreich sind. Respekt für eure Bemühungen und die Zeit, die ihr investiert. Wir hoffen, euch geht es gut. Macht weiter so. Ihr seid klasse. Anbei ein paar Kleinigkeiten für euch drei. Liebe Grüße aus der schönen Grafschaft Bentheim. Sarah, Patrick, Tyler, Joy, Jose, Josie, Jo, weiß ich leider nicht. Und Tom da. Es tut mir leid, ich weiß es nicht, wie man es ausspricht. Ist nicht schlimm. Aber vielen, richtig, vielen Dank. Richtig cool. Es war richtig cool, hat Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Auch wenn der Chef nicht hier war, hatten wir trotzdem einen schönen Nachmittag. Ja, richtig, richtig cool. Und auch wenn ich nicht da war, genau. Vielen, vielen Dank. Super lieb. Mega umfangreiches Paket, ne? Siehst du, der Ball geht auch rein. Der wurde schon fünfmal versucht, da rauszuholen. So. Das mal an die Seite. Weiter geht's. Dann hatten wir Besuch. Genau. Alter, das ist... Der liebe Ralf war da. Der hatte schon mal was geschickt und ich hatte noch Änderungswünsche. Und jetzt gibt's Kennzeichenhalter. Guck mal, da oben haben wir ja auch schon mal aus Holz gekriegt, ne? Mhm. Und da, das Pendant ist jetzt dazu vorhanden. Und zwar Fan-Favorit, ne? Weil wir haben ja Fan-Favorit 818 müssen wir ja. Und wir haben ja Fan-Favorit 614, ne? Und sein Arbeitskollege hat noch spaßeshalber erstmal John Deere aufgeschrieben. Richtig cool, ihr beiden. Schön, dass ihr da wart. Die beiden waren noch zum Trecker-Track mit rübergekommen und haben da noch ein bisschen geguckt. Und dann seid ihr ja bei strömendem Regen nach Hause gefahren. Wahnsinn. Den Regen hatten wir so doll zum Glück hier nicht. Ne? Richtig cool. Vielen, vielen Dank für das tolle Mitbringsel. Genau. Dann machen wir hier gleich einmal weiter. Genau, da war der liebe Marco da. Der hat noch ein bisschen was... Marco kommt eigentlich aus Niedersachsen. Und der ist hier oben zum Klärschlamm fahren. Der fährt mit seinem LKW hier Klärschlamm und unter der Woche. Und ja, nach Feierabend war er hier und hat noch ein bisschen Bier mitgebracht, ein bisschen Desperados und was für den Hund. Und dann haben wir hier und noch Schlucki-Schluck. Erdbeer-Chili-Likör und Pistazie-Sahn-Likör. Ja, richtig also cool. Ich finde diese Aufteilung, ich Pistazie, du Erdbeer, total geil. Sieht schon richtig cool ja, aus. Ja, die sehen richtig cool vielen aus. Vielen Dank, lieber vielen, Marco. Vielen, vielen Dank, lieber Marco. Dir weiterhin in Schleswig-Holstein. Viel Spaß beim LKW-Fahren. Wir hoffen, dass du auch gut und nach Hause gekommen bist, sozusagen. Genau, schöne Grüße, ja schon schöne Grüße an deinen Kollegen, der nicht mehr so richtig motiviert war. Motiviert war. Genau, dann geht's weiter. Ah, warte mal, wie rum muss das eigentlich? Wie rum war denn die coolere Seite? Die hier, das ja, ist deine Seite. Das ist die coolere Seite, in Anführungszeichen. dann haben wir hier Glas bekommen. Wir haben zwei Glasscheiben und zwar richtig gut aufgepasst im Video. Die Glasscheibe von der Sandstrahlkabine ist ja kaputt. Und dann haben wir jetzt hier zwei Ersatzscheiben, genau. So, und weil das ja noch nicht reicht, geht das ganze Spiel ja noch weiter. Und zwar gibt es... Vielen Dank für die tollen Videos und viel Erfolg. Liebe Grüße, Robin, Fabian und Olaf. Genau, die drei waren da.
Und dazu gab es noch einen Zollstock, eine Kiste Holz, wie gesagt. Und hier das. Echte Männer brauchen keine Anleitung. Warte mal, ich kann das mal mit Worten von einem prominenten YouTuber sagen. Ja. Ich fühle das richtig. Also dieses Schild, das fühle ich richtig. Also das fühle ich. Echt? Und der, pass auf. 10 von 10. Das ist eine 10 von 10. Das Schild, 10 von 10. Heißt aber auch einander Marvel. Echte Männer fahren Traktoren. Genau. Richtig, richtig cool, ihr drei. Aber das ist das Schild. Mega. Das ist das Mega-Schild. Ja, ist so. 10 von 10. Das fühle ich. Das fühle ich. Und natürlich noch ein bisschen Bier für dich. Ja, mega, mega cool, ihr Lieben. Super, dass ihr da wart. Nett geschnackt. Richtig cool. So. Genau. Achso, dann haben wir noch zugeschickt bekommen. Ist auch noch auf dem Zettel jetzt. Müssen wir unbedingt bei. Wartung. Und zwar Stickstoffblasen für den 900er Fan. Weil da die Achse so träge ist, müssen wir mal gucken. Da gehen wir bei, da sind die entsprechenden Stickstoffblasen. Richtig cool, werden wir da einbauen. Mega, vielen lieben Dank, dass wir das zur Verfügung gestellt gekriegt haben. Da können wir auf jeden Fall was mit anfangen. Es wird definitiv was kaputt sein da, ne? Mega die cool. Die Postbote war total begeistert, weil Stickstoffblasen mal nicht eine okay, zwei naja und drei sind schwer. Und erst recht, wenn man morgens noch hingefahren ist, genau. Und nicht mehr so bewegen kann. Und dann, aber sie mag uns trotzdem noch. Ja, das ist aber lieb. Dann gab es noch ein Paket. Was hat er eigentlich geschrieben? Stand da noch was mit drauf? Ja, da stand da was drauf. Achso, guck mal, ich bin nicht so gut im Lesen. Ist da noch was drin? Sonst kam das ja wieder. Oh, ist es runtergefallen. Von der Firma Ökoprofi anbei ein paar Kleinigkeiten für deine tollen und informativen Videos. Mit freundlichen Grüßen, Dennis und Johann. Genau, Dennis und Johann, richtig cool. Vielen, vielen lieben Dank. Das zum Beispiel, ein Gegenhalteschlüssel verstellbar, ist tatsächlich eine Sache, die wir noch nicht haben. Und ab und an habe ich schon mal gedacht, dass man sowas mal bräuchte, ne? Also ich finde das ja mega geil hier. Und dann für Katharina. Für Katharina kannst du hier für deinen Garten eine schöne Kabeltrommel. Das nehme ich dir auch. Eine schöne Kabeltrommel. Und ja, das ist fürs Gartenhaus, für deine Lerngeschichten und hast nicht gesehen. Das ist richtig cool. Vielen Dank. Richtig, richtig cool. Und dann haben wir noch eins. Und dann war da noch, genau, ein Dreier-Zangenset. Zangenset? Wasserpumpen-Zangenset. Das sind die, wo man sich die Finger klemmen kann. Bei die solchen Zangen. Da muss man nochmal aufpassen. Da gibt es immer böse Möglichkeiten, sich die Finger zu klemmen, wenn man das hier so sieht. Au. Da ja, du musst aber auch ein bisschen, du musst ja auch ein bisschen aufpassen beim Arbeiten, ne? Mach jetzt nicht, ja, jetzt. Ja, aber diese Zangen sind mit Vorsicht zu genießen, gebe ich immer gerne so mit, weil da, das sind Erfahrungswerte, die haben meine Finger schon gemacht. Richtig, richtig cool. Super lieb von euch. Vom Ökoprofi, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns das geschickt habt. Ich glaube, wir machen weiterhin solche Videos. Ja, das können wir auch benutzen hier wie die Weihnachts... Wir müssen ja schon an Weihnachten denken, ne? Oh. An die Weihnachtsbeleuchtung, da muss ich noch was kaufen. Ja. Ja. Das ist gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Vielen, vielen lieben Dank. Also, schön, dass ihr alle da wart. Wir fassen zusammen. Schön, dass ihr da wart. Total lieb, dass ihr was mitgebracht habt. Anstandshalber gehört sich das ja so, oder wie war das? Ja. Und dann an alle, die was geschickt haben. Mega nett. Vielen, vielen Dank. Oh, guck mal hier. Guck mal, du kriegst noch was, ne? Du armer Hund. Armer Hund. Guck mal, so ein kleiner. Und dann hoffen wir, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ganz genau. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Oh, ja, das war ja auch mal ganz nett gesagt. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss! Schlepperfahrer, Maschinen ausmachen.